Findest du dich selber auch so schön, wie die Frauen dich schön finden? Das ist hart, ne? Wenn man da auf solche Fragen antworten muss. Ja, ja, ich bin Journalist. Das ist, ist nicht wie in diesen ganzen Laber-Talkshows da auf dem dritten Programm. Nee, du bist hier gibt's den harten Stoff. So, findest du dich eigentlich auch so schön? Also ich... Wie die Frauen dich finden. Das ist echt eine gemeine Frage. Nee, also ja. Ich finde mich eigentlich nicht so hübsch. Also ich geh zwar... Warum? Warum? Weil ich halt... Das habe ich nämlich von dir. Du hast, seitdem ich ja bei dir war, habe ich auch noch so eine kleine Macke mitgenommen. Du hast ja mal gesagt, langer Oberkörper, kurze Beine, Arschfüßler. Das ist von dir. Und, ja, und wenn ja, wir, ja. Du kannst dich ja erinnern. Also wir nennen das so. Das ist, ne? Das weiß ich nicht, ob das alle so nennen. Wenn, und seitdem, wenn, ich, seitdem ich wirklich drauf achte. Das gilt aber nur für Frauen. Nee, und seitdem denke ich wirklich, ich bin ein Arschfüßler. Ich achte drauf. Kurze Beine, langer Oberkörper. Nee. Du bist doch kein Arschfüßler. Nee, du bist relativ normal. Du bist kein Arschfüßler, schöne lange Anastasia, Beine. Anastasia zum Beispiel, die ist ein Arschfüßler, kennst du? Ja, die ist die hat wirklich, aber auch immer solche Schuhe an, da fällt das nicht so auf. Die hat wirklich so kleine Beine und so einen langen Oberkörper. Das ist also höchstens, der so von Po bis Fuß ist höchstens ein Drittel vom Oberkörper bei dir. Wirklich? Ja. Dann ist sie ein Arschfüßler. Absolut. Ja. So sieht's aus. Ja, so, also, du findest dich selber... Es geht. Und das Schlimme ist, nach dieser Szene, ja. Dieses Frettchen hat dir ja in den Sack gebissen, oder? Also, du meinst jetzt in echt oder im ja, Film? Ja, also ich weiß also, nicht. Nee, in echt natürlich nicht. In echt, das war natürlich animiert zum Teil, aber es hat mir in den Fuß gebissen. Was? Am Anfang. Was? Der Sack. Der Sack war animiert. Okay. Nee, das Frettchen war animiert. Okay. Also, die ganzen Nahaufnahmen waren das Frettchen, ne? Und also das animierte Frettchen, alles, was so ein bisschen gelaufen ist, was ein bisschen weiter weg war, war das echte Frettchen. Okay. Und die Mimik von dem Frettchen, war deine Mimik? Die Mimik war ich. Die wurde dann mit so Sensoren also mit abgenommen, oder was? Nee, ich habe das, hab das einfach der Computerfirma vorgemacht. Die haben gesagt, wie soll das Frettchen jetzt gucken? Soll es eher mehr so gucken oder mehr so gucken? Und dann hast du es vorgemacht. Da habe ich gesagt, es soll auf jeden Fall mehr so gucken. Und mit den Geräuschen auch? Ja, genau. Wir haben überlegt, also es gibt normale Frettchengeräusche, sind aber immer so, wie so, das kann man, also... Das sind Frettchengeräusche und ich dachte dann, ich fand halt lustig, wenn ein Frettchen machen würde, noch so. Und dann habe ich immer so gesagt, so hallo. Oder wenn meine Tochter zum Beispiel meine Oma sieht, macht meine Tochter immer zu meiner Oma. Und so macht das Frettchen dann auch. So, hallo. Und du wirst also in dem Film, da wird dir sozusagen ins Gemächt gebissen, danach bist du nicht mehr fähig zu zeugen. Vaterfreuden. Vaterfreuden, so heißt der Film, ist ab morgen läuft der Film im Kino. Und, gut, was denn mit Ihnen los? Das war krass, das war wirklich krass. So, also ab morgen im Kino. Du hast den Film nicht nur geschauspielert, sondern du hast ihn auch produziert. Und ich bin da auch der Regisseur und der Autor. So, wenn das in die Hose geht, dann bist du blank, oder was? Dann bin ich vor allen Dingen schuld. Ja, schuld und blank. Schuld und blank und auch nochmal richtig, richtig schuld. Ja, also gehen Sie in den Film, ja? Helfen Sie diesem jungen Mann, dass er nicht das Schicksal anderer erleidet. So, hier, du warst jetzt so oft bei uns zu Gast. Ja. Du hast jetzt die große Ehre, die Fragen für unser Freundebuch zu beantworten. Da kommen nicht viele Leute rein. Ich komme ins Freundebuch. Nur die Top-Gäste kommen bei uns ins Freundebuch. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja, es sind noch nicht viele drin. Es ist David Garrett ist bei uns drin. Ja. Ja. Der hat sich hier eingetragen. Dann H.P. Baxter. Hammer. Ja. Ja. Nora Tschirner. Die Nora. Und Helge Schneider bisher. Wirklich? Und jetzt darf und ich jetzt noch kommst dazu? Du, ja. Da wird nicht jeder Volldepp aufgenommen. Jetzt wollen wir erstmal ein Bild von dir machen, dass ich das da reinkleben kann. Was ist hier richtig? So. Jetzt kommt das hier an der Seite raus. Und du weißt ja. So. Machen wir hier. Das ist schön, dass das hier reicht. So, das kriegen wir schon mal fest. Das ist ja eine riesen Irre. Das finde ich wirklich echt, das finde ich ja, das ist, da musst du schon ein paar Mal hier gewesen sein, um bei uns ins Freundebuch zu kommen. Das ist unglaublich toll, oder? Oder eine, ne, wirklich. So. Ich freue mich. Muss ich das jetzt alles, das fülle ich jetzt alles aus? Natürlich, ich fülle das für dich aus. Okay. Mein Name. Name, ja, ist ja klar. Matthias mit Doppel-T und H. Matthias. Schweighöfer. So. Schweighöfer. Schweighöfer. Mhm. Okay. Geburtstag. Geburtstag 11.03.81.
Jetzt habe ich das Foto, weil sich das gerade erst entwickelt. Aber es okay, ich habe das. Das konnte ich aber nicht wissen. Ist das bei diesen Polaroid-Fotos, die entwickeln sich ja erst. Jetzt entwickelt sich das gerade. Oder haben wir das falsch rum eingeführt? Das ist aber gut, wir lassen es. Ja, ja, das müssen wir lassen. Das ist Schicksalsfügung, das muss man so lassen. Da darf man nicht. Das bleibt so drin. So, mein Geburtstag. 11.3.81. 11.3.81. So, Sternzeichen? Fische. Fische. So, Geburtsort? Anklam. 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 Da bei Dingens da, ne? Bei Usedom. Gegenüber von Usedom. Richtig, richtig. Ja. Haarfarbe blond, sehe ich ja. Blond. Augenfarbe? Blau-grau. Meistens blau. Blau. Grau. Besondere Kennzeichen. Also irgendwas, was besondere Kennzeichen? Ja, ich, Tattoo oder besondere Narben. Kennzeichen. Ich habe hab breite Schultern und kurze Beine. Ist wirklich so. Ja, ist okay. Kein breite Schultern, kurze Beine. Arschfüßler. Schreibt wirklich in Arschfüßler. Ja, das geht nicht, das geht. Ich sag das bei jeder Kinotour, komme ich in den Kinosaal und sage, Stefan Raab hat gesagt, ich bin Arschfüßler. Und alle so, ah, wie geil. Breite Schultern, kurze Beine. Okay, wenn du das sagst, dann gilt das ab heute auch für Männer. Arschfüßler. Arschfüßler. Was heißt so. Das? Kein Tenor. Kein Tenor. Nee, das soll ein Teaser heißen. Teaser. Ach kein so. Teaser. Ja? Das heißt, wir machen jetzt kurz Werbung. Es geht dann weiter. Ja? Dann erzählst du uns nämlich noch dein Lieblingsfächer, Beruf, Lieblingszahl, Film, Serie und so weiter und so fort. Fantastisch. Spannende Sachen, die sie sonst in anderen Talkshows niemals über Matthias Schweighöfer erfahren werden. Bleiben Sie dran, bis gleich. So, wo waren meine Lieblingsfächer, deine Lieblingsfächer? Mein Lieblingsfächer war in der Schule Sport. Sport, okay. Und Theater AG. Theater AG. War bei uns im Schulfach. Okay, Theater AG. Ja, ja. Okay, dann Lieblingslied. Mein Lieblingslied. Of all times. Mein Lieblingslied of all, also Sie haben sich all times. Schon viel zu nah lang ich muss, ja, ich glaube, es ist Yellow von Coldplay. Yellow von Coldplay. Sing mal. It's in, oh, yellow. Look at the stars, a cloudy shine for you. And everything you do is always all yellow. Yeah. And so it is, I stay still and bold, turning to something beautiful. Kennst du das? Kennst du es nicht? Yellow von Coldplay. Haben die das bei uns gespielt, als sie bei uns waren? Nein, ne? Da haben wir irgendwas anderes gespielt. Ne? So, Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist ein Steak mit Salat. Steak mit Salat, sehr gut. Da kommen wir zusammen. Ja, Steak und Salat. So, Lieblingstier? Lieblingstier? Frettchen. Ja. So, Lieblingsland? Mein Lieblingsland? Außer Deutschland? Frankreich. Frankreich. Großer Frankreich-Fan. Sprichst du Französisch? Nein. Nein. Nee, aber deswegen halt immer aus dem Osten. Und genau. Visage. Croissant. Das mache ich in meiner Freizeit. Was ich in meiner Freizeit mache, bin ich Vater. Ja, aber du machst ja auch anders. Also in meiner Freizeit gehe ich wandern. Du gehst wandern? Okay. Das ist ganz, wenn man mal zurückschaut, so, was hier, das ist wirklich, das wird das interessanteste Buch der Entertainment-Geschichte, wenn wir da mal fertig sind. Wir sind ja erst seit einer kurzen Weile dran. Und wenn man da mal guckt, so, ne, das mache ich in meiner Freizeit. So ein Typ wie H.P. Baxter, der immer so, Wicked! Hyper! So, das mache ich in meiner Freizeit. Gartenarbeit. Ja. Hyper! Ah ja, okay. Weiter geht's. Das nehme ich mit auf eine einsame Insel. Ein Schlüpper. Ja. Und Sonnencreme. Okay. Schlüpper. Sonnencreme. So. Steht schon Verabschiedung Matthias Schweighöfers. Echt? Nee, wir machen noch fertig. So, das wünsche ich mir von einer Fee. Das wünsche ich mir von einer Fee. Längere Beine. Längere Beine. so, das ist doch toll. Ich mache noch einen Unterschrift. Ja? Aber wo kommt die denn hin da eigentlich? Sieh an die Blume hier oben. Ich unterschreibe gar keine Unterschrift hier. Doch, soll ich das in die Blume machen? Hier einfach so, da, hier, so, da. So, hier, soll ich mal hier, guck mal, hier ist doch gut, oder? Dahin, ja, super. So. So, ja, ja, also morgen auf jeden Fall. Vaterfreuden? Vaterfreuden, so heißt der Film. Und der ist morgen zu sehen, überall in Deutschland, in allen Kinos. Ja? Ich wünsche dir viel Erfolg damit.
Toi, toi, toi. Wann kommt der nächste Film raus? Dauert nicht lange. 2-3 Wochen? Ist das ja der neue Film? Nee, jetzt ist wirklich, jetzt mache ich erstmal ein Jahr Pause. Jetzt ist erstmal richtig, jetzt ist erstmal die Trilogie der Freude, wie ich sie nenne, hat einen Abschluss mit dem Film Vaterfreuden. Vielen Dank, ihr Lieben. In einem Jahr, in einem Heim. Okay. Aber kommst trotzdem in diesem Jahr nochmal wieder? Ich komme im Jahr auf jeden Fall nochmal wieder, ja, weil ich bringe nämlich noch eine CD raus. Ah, an dieser Stelle. Vielen Dank, Matthias Schweighöfer, meine Damen und Herren.